Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren und alle, die zuschauen. Ich darf Sie recht herzlich zur ersten Online-Verkostung der Nordbauer in Schleswig-Holstein begrüßen. Zum Thema Käse und Motto ist Lust auf regionale Spezialitäten. Mein Name ist Jens Mecklenburg und ich darf Sie durch den Abend, durch diese Veranstaltung begleiten. Schleswig-Holstein ist ja ein Land, in anderen Ländern fließt das Gold, bei uns fließt die Milch. Es werden über 2 Millionen Tonnen Milch jedes Jahr in Schleswig-Holstein erzeugt. Und die Milchwirtschaft ist nach der Fleischwirtschaft der wichtigste Bereich innerhalb der Landwirtschaft. Und aus dieser Milch, die natürlich roh getrunken werden kann, so wie sie ist, entstehen wunderbare Produkte, mit denen wir uns täglich umgeben, die Butter, die Sahne, den Joghurt, den Quark, die Buttermilch. Und ich meine, das edelste Produkt, das man aus Milch machen kann, ist der Käse. Das ist unser heutiges Thema. Käse gibt es seit über 5000 Jahren. Und selbst in Schleswig-Holstein gibt es so seit dem 16. Jahrhundert eine lange großbäuerliche Käsetradition. Auf Gut Behl in Bad Plön wurde schon im großen Stil im 16. Jahrhundert Käse produziert. Und so rund 60.000 Tonnen Käse, also ausreichend für jede Schleswig-Holsteinerin und Schleswig-Holsteiner, werden im Jahr gekäst. Wir werden 3 verschiedene Käse von Nordbauernbetrieben vorstellen, verkosten. Einmal ein Käse von der Kuh, ein Käse vom Schaf und ein Käse von der Ziege. Wer die Nordbauern noch nicht kennt, ein Satz dazu, das ist ein Zusammenschluss von rund 50 traditionell arbeitenden bäuerlichen Betrieben und Genusshandwerker, und sie einigt einerseits die Leidenschaft für ihren Beruf, für ihre Produkte, und sie sind alle Direktvermarkter. Ich darf Ihnen nun die Teilnehmer unserer Testrunde vorstellen. Als erstes unseren Minister für, ja, ganz viele Dinge, Herr Albrecht. Sie sind Minister für Landwirtschaft, Sie sind Minister für Umwelt, passt, finde ich, irgendwie zusammen, für Natur, passt auch dazu, zur Landwirtschaft, sogar für Digitales, wird wahrscheinlich auch zur Landwirtschaft passen. Und dann müssen Sie auch noch die Energiewende stemmen. Schön, dass Sie heute Abend in dieser Runde sind. Zuallererst eine Frage, was verbinden Sie persönlich mit Käse? Also mit Käse verbinde ich sehr viel, vor allen Dingen Genuss, vor allen Dingen auch den Geschmack wirklich sehr unterschiedlicher Käsesorten, die ich in meinem noch überschaubaren Leben probieren durfte. Nicht nur hier im Land, sondern auch zum Beispiel in Frankreich, wo meine Großmutter herkommt und wo das auch eine große Rolle spielt. Und insofern freue ich mich auch sehr über die Einladung und bin heute gerne mit dabei. Sehr schön. Als nächstes darf ich die nächste Testerin vorstellen, Annemarie Rode. Wir duzen uns. Annemarie, wunderbar, dass du dabei bist. Annemarie ist Botschafterin für heimische Produkte, weil wenn es darum geht, sozusagen Werbung für den Norden, für den echten Norden zu machen, mittels seiner kulinarischen Spezialitäten, dann ist Annemarie immer ganz vorne dabei. Hast du einen Überblick, wie viele verschiedene Käsesorten es eigentlich in Schleswig-Holstein gibt? Ein Überblick nicht, aber eine Vermutung, dass wir durchaus locker bei 200, 250 verschiedenen Sorten liegen. Okay. Mindestens. Die nächste Testerin, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Johanna Redeke aus Hamburg zugeschaltet. Sie ist Redakteurin des Online-Magazins Nordische Esskultur, wie der Name schon sagt, geht es da vor allem um Essen und Trinken. Sie hat schon Käse-Weltmeisterschaften zum Beispiel in Norwegen besucht und darüber berichtet. Welchen persönlichen Bezug hast du zu Käse, Johanna? Ja, also ich komme ja auch aus Norddeutschland und für mich war Käse irgendwie, als ich jünger war, immer etwas Selbstverständliches, etwas, was immer da war und im Hofladen gekauft war, wenn man in Büsum war und so weiter und so fort. Erst später habe ich realisiert, als ich dann auch auf Reisen gegangen bin und in anderen Ecken der Welt war, dass das eben nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man
sehr stolz darauf sein kann, so hochwertigen Käse hier zu haben und dass man das definitiv auch wertschätzen muss. Und seitdem beschäftige ich mich damit dann auch ein bisschen mehr. Schön, dass du dabei bist. Der letzte unserer Tester ist Jochen Strehler, ein bekannter Koch in Schleswig-Holstein. Er betreibt mit seiner Frau Anja den Gedepark in der großen grünen Schützengelde von, ich vergesse immer das Jahr, aber irgendwas mit 1400, schieß mich tot, die Schützengelde scheint es länger zu geben als die Stadt Kiel. Interessant bei Jochen Strehler ist, finde ich, dass er einerseits stilbildende Restaurants mitbetrieben hat, wie den Dammbauhof oder das Lüneburghaus. Und er war eine der ersten Köche, die heimische Produkte, regionale Produkte mit der, sagen wir mal, Gourmet-Küche versöhnt haben. Was nämlich vor 20, 30 Jahren nicht der Fall war. Da wurde die Gourmet-Küche meistens mit französischen Produkten bestückt. Heutzutage ist das schon fast üblich, dass ganz viel aus der Region kommt. Und Jochen Strehler war da einer der ersten. Welche Bedeutung hat für dich als Koch und Gastronom Käse? Ja, sagen wir mal, Käse gehört zu einem guten Abend, wenn wir jetzt mal über den Abend reden, zu einem guten Abend, zu einem Menü, zu einem schönen Abend einfach mit dazu. Am Ende irgendwann noch etwas Käse ist auf jeden Fall wichtig. Das ist schon mal jetzt mal dieser Art und Weise sozusagen wichtig, dass es zu einem Abend da in dem Sinne zugehört. Dann kommt natürlich Käse noch in 100 Versionen, die man auch im Menü noch mittendrin einsetzen kann, aber das machen wir vielleicht später. Genau. Ich darf Ihnen als letztes zwei Produzentinnen vorstellen. Einmal Frau Sirk von der Mahlerei Geestfrisch aus Kropp. Guten Tag, Frau Sirk. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden später nochmal uns ausführlicher unterhalten. Und als zweite Produzentin Frau Petersen von der Mahlerei Nordweide aus Süderlügum, kurz vor der dänischen Grenze. Guten Tag, Frau Petersen. Auch wir werden uns noch mal weiter unterhalten. So, ich würde sagen, genug der Vorrede. Wir gehen nun in medias res oder wir geben Butter bei die Fische, wie auch immer, und fangen mit der Verkostung an. Und als erstes probieren wir einen Sommerkäse, den Sommerkäse eben aus Kropp von der Hofmeier Geestfrisch. Den darf man gerne mit Rinde probieren. Ich würde jetzt die Tester bitten, den Käse zu beriechen, zu beschmecken. Herrlich. Herr Albrecht, Sie sind als Erster dran. Mit der französischen Großmutter gehe ich jetzt einfach mal voraus, Sie sind ein absoluter Käsekeller. Was sagen Sie zu einem Sommerkäse? Der ist sehr erfrischend und lässt sich sehr cremig schmecken. Also finde ich ganz toll gelungen. Wirklich gut und vor allen Dingen jetzt für so einen warmen Tag ganz toll geeignet. Annemarie, schmeckst du den Sommer raus bei dem Käse? Den Sommer schmecke ich durchaus raus und ich würde sagen, die Tiere sind auch auf der Weide gewesen, die Milch gegeben haben. Und bei Gunda weiß ich das, dass sie eine bunte Kräutervielfalt bekommen haben. Denn ich finde, ich schmecke, dass es nicht eine Mischung von vielen verschiedenen Höfen an Milch ist, sondern ich kenne euren Betrieb so ein bisschen auch und kann mir dann schon die Ecke vorstellen, wo sie gelaufen sind in diesem Falle. Das werden sehr, sehr lecker und erfrischend. Das werden wir mit Sicherheit noch erfahren. Johanna, was sagt eine Hamburgerin zu diesem Käse aus Schleswig-Holstein? So, nochmal mit Ton. Ich finde ihn tatsächlich auch sehr gut. Er ist sehr cremig, also nicht bröckelig von der Konsistenz und sehr leicht. Ich glaube, wenn man dann sagt, oh, sommerlich an einem warmen Tag gut zu essen, also es ist kein schwerer Käse, sondern einer, der sich sehr leicht genießen lässt und finde ich sehr lecker. Was sagt der Koch, Jochen? Ja, der sagt genau das eigentlich auch, weil es geht wirklich um dieses sommerliche, frische, leichte und ich bin
auch eher überrascht, muss ich sagen. Also, weil man doch wirklich, ich meine, sag ich mal, Wiese zu riechen oder Gras oder Blüten und so etwas. Und es ist wirklich leicht, zart, frisch, aber überhaupt nicht langweilig, sondern da ist richtig Geschmack drin. Aber geht eben auch, wie wir vorhin schon hörten, an einem, sag ich mal, in dem Sinne warmen Abend als Vorspeise vorne weg geht. Aber er ist nicht langweilig, sondern schön tief im Geschmack, hat eine cremige Konsistenz, die schön lang drin bleibt. Nein, absolut super Käse, toll. Also ich kann da eigentlich, ich stimme euch allen zu. Ich würde für mich das mal so zusammenfassen, eigentlich schmeckt der wirklich nach Schleswig-Holstein. Also wir haben den Sommer, diese Leichtigkeit. Wir haben die Sonne, wir haben die Kräuter gewachsen. Wir haben aber auch das würzige, salzige, also die Ostsee. Also nun, Korb liegt nun nicht ganz an der Ostsee, aber der Wind geht, glaube ich, da so ein bisschen drüber über die Weiden. Also einen typischeren Sommerkäse kann es eigentlich gar nicht geben. Also dieser Käse kam jetzt von der Hofmeierei Gestrisch in Kropp. Zwei, drei Sätze zum Hof. Der Hof wird von Gunnar und Jörn Sierk bewirtschaftet. Mit den Söhnen zusammen. Ich glaube, seit 5 Generationen zu dem Hof gehört eine traditionelle Landwirtschaft. Wenn ich richtig informiert bin, ca. 70 Kühe. Und seit 2010, also seit 10 Jahren, die Meierei. Und es gibt einen eigenen Hofladen. Und was ich nur einfach nebenbei mal empfehlen möchte, wir sprechen ja heute Käse zum Thema Käse und das ist unser Thema, aber dieser Hofladen oder die Meierei macht auch wunderbares Eis. Vielleicht sollten wir demnächst mal Eis verkosten. Es gibt auch andere tolle bäuerliche Betriebe, die mittlerweile Hofeis machen. Aber wir kommen zum Käse. Frau Sierk, was die Tester und Testerinnen gesagt haben, finden Sie sich da wieder? Ja, absolut. Total. Das Besondere beim Sommerkäse ist ja, dieser Käse wird ja nur hergestellt, wenn die Kühe komplett auf der Weide sind. Also solange sie keine Silage bekommen. Also in dem Moment, wo die Tiere halt wieder Silage bekommen, ist für uns die Produktion vom Sommerkäse halt dann vorbei. Das wäre meine Frage gewesen. Super. Das macht ja auch nochmal deutlich, dass auch Käse eigentlich ein saisonales Produkt ist und da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Vielleicht mal zu der Gattungart. Lege ich verkehrt, wenn ich jetzt einfach mal spekuliere, irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an Gouda, also von der Machart her, und aber auch ein bisschen an Tilsiter. Kann das sein? Ja, also die Kulturen, die wir verwenden, ist ein Gouda. Aber wie Sie schon sagten, von der Machart her ist es halt ein Tilsiter. Und deswegen nennen wir den auch liebevoll Tilda. Tilda. Tilda, genau. Sehr schöner Name. Wie lange reift er? Also dieser ist jetzt vom 28. April. Also er ist noch ein sehr junger Käse. Ist halt von diesem Jahr. Und wenn man uns im Hofladen besuchen möchte, dort haben wir auch noch den Sommerkäse von vor 2 Jahren zum Probieren. Das wäre jetzt noch mal eine Abschlussfrage gewesen. Wo bekommt man den Käse? Also zum einen bei uns im Hofladen, dann über unseren Lieferservice, wenn man halt im Umkreis von 40 Kilometer wohnt, oder auch ausgesuchte Gastronomiebetriebe oder Hotels haben den auch bei sich auf Frühstücksbuffet mitliegen. Eine wichtige Frage habe ich noch. Was ist Ihrer Erfahrung nach, was ist das Entscheidende, um guten Käse zu machen? Also welche Faktoren spielen eine Rolle? Milch, Lab, Reifung, was auch immer, damit so ein super Käse herauskommt, den wir gerade verkosten durften. Also meine persönliche Meinung ist, er muss mir schmecken. Und er muss uns wiedergeben, also uns als Familie. Und alles, was die Tester hier so wiedergegeben haben, da habe ich uns letztendlich auch als Familie irgendwo wiedergefunden. Und das fand ich total spannend für mich jetzt zu sehen. Und wir machen ja nur Rohmilchkäse, einfach weil wir halt finden, geschmacklich, dass er eben
dass ein Rohmilchkäse einfach intensiver schmeckt. Aber das ist nachher einfach auch produktionsbedingt, wie es dann von jedem Betrieb dann eben auch machbar ist. Aber ich finde, am ersten ist es wichtig, dass er uns hier schmecken soll, denn dann damit verkaufen wir ja uns. Gut, erstmal vielen Dank, Frau Sierk. Vielleicht komme ich nochmal auf Sie zurück. An dieser Stelle, die uns zuschauen, es gibt über den Chat die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob wir alle beantworten können, aber ich gebe mein Bestes. Und das auch zu Informationen, die jetzt live dabei sind. Die kriegen die wichtigsten Informationen zu dieser Sendung dann auch nochmal zugeschickt. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um den nächsten Käse. Und zwar den von der Meierei Nordweide in Süderlügum. Und Schäfers Perle, wie der Name schon verrät, ein Schafskäse. Ich darf vielleicht zwischendurch sagen, das sieht man nicht im Bild, aber ich finde das fair, wenn man Käse verkostet oder andere Dinge, ist es ja wichtig, auch zwischendurch mal den Gaumen zu neutralisieren. Unsere Testerinnen und Tester haben von den Nordbauern Brot zur Verfügung gestellt bekommen, neben dem Käse vom Passader Backhaus, auch ein Nordbauernbetrieb. Und der sorgt dafür, dass wir alle zwischen den Käsegängen den Gaumen sich ein bisschen neutralisieren kann. Herr Albrecht, was sagen Sie zu diesem Schafskäse? Bitte vorab die Frage, bei Kuhmilch, also Käse aus Kuhmilch, können sich ja fast alle darauf verständigen, dass sie ihn mögen. Da geht es dann mehr so um die Richtung, was man vielleicht bevorzugt. Bei Schaf- und bei Ziegenkäse ist meine Erfahrung, dass da viele Leute eher aussteigen. Ich steige bei Schaf- und Ziegenkäse richtig ein. Also das ist für mich wirklich ganz toll. Und ich freue mich auch, dass wir so viele im Land haben, die auch sich an der Stelle mit wirklich auf dieser Ecke betätigen. Da steckt für mich einfach so viel drin. Und ich finde einfach gerade auch dieses besondere, würzige und auch wirklich diesen etwas schärferen Geschmack wirklich spannend auch im Bereich Käse. Und ich glaube, also jetzt gerade bei dem finde ich es besonders gut, weil es sich eben wirklich vermischt mit diesem cremigen, trotzdem eben Käse und dieses würzige und fast schon rauchige, was da mitkommt, das finde ich ganz toll. Und das schmeckt mir sehr gut. Ich bin da großer Fan von. Vielen Dank. Annemarie, hast du einen Überblick, wie viele Schafs- und Ziegenkäsereien es eigentlich in Schleswig-Holstein gibt? So ungefähr? Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus deutlich mehr als 30, 35 in etwa sind. Immerhin. Wie hat dir der Käse gemundet? Ich fand vor allen Dingen sehr, sehr schön, kam mir also sehr entgegen, dass er eine relativ weiche Rinde oben hat. Also sie ist nicht so dick. Ich kenne manche Camembert-Käse, die haben so eine ganz, ganz dicke, etwas festere, kaum, ja, oder mit den schwierig zu durchdringende Rinde außen. Und hier war ich also sofort im Leckeren und hatte trotzdem ein Stück von der Rinde mit dabei. Also es war eine sehr, sehr tolle, feine Kombination. Und im ersten Moment dieses leicht salzig-würzige und vor meinem inneren Auge waren sofort Kombinationsideen, sage ich jetzt mal, wie ich ihn vernaschen würde. In diesem Falle, ja, also war eine ganze Reihe gleich da.
Johanna, was würdest du mit dem Käse anstellen, wenn du Gäste hast? Oder, ja, also ich muss jetzt schon aufpassen, dass ich ihn nicht verputze hier. Es kommt ja noch einer. Also ich würde den auch einfach auf einer Käseplatte anrichten, mit was Fruchtigem dazu servieren, mit einem schönen fruchtigen Senf zum Beispiel. Muss nicht immer unbedingt Feige sein. Oder ja, einfach mit Obst kombinieren und ein schönes, ja, wie man Camembert isst. Worauf ich noch eingehen wollte, was Annemarie eben gesagt hat, mit der nicht so dicken Rinde, das ist mir auch sofort positiv aufgefallen. Weil ich war am Anfang immer, was Camembert angeht, sehr skeptisch. Also ich bin sehr spät zum Camembert gekommen. Und das, was ich nämlich immer so ein bisschen problematisch fand, war die Rinde. Und das ist bei dem jetzt gar nicht der Fall, beziehungsweise ich finde es sehr, sehr ausgewogen. Es ist ein sehr, sehr schöner Weichkäse für mich. Jochen, was sagt der Profikoch zu dem Käse? Auch sehr, sehr gut. Also ich meine, das mal vorab. Ich wollte gleich erklären, nämlich es geht bei dem Käse, finde ich, das ist der ideale Einstiegskäse für Leute, die glauben, sie mögen keinen Schafkäse, denke ich mal. Also das wäre einer, wenn man jemandem zeigen will, der sagt, sowas esse ich nicht. Dann würde ich sagen, den mal geben. Der wäre ideal, weil er ist durchaus, sag ich mal, eindeutig Schafskäse. Aber er kommt schön mild rüber, leicht nussig und eben Rinde, schön dünn. Und sag ich mal, der wäre für mich wahrscheinlich auch noch gut denkbar in einem späteren Reifestadium. Kann ich mir gut vorstellen, dass der das ganz gut abkönnte hier, wenn der noch ein bisschen liegt. Aber nicht, um zu sagen, dass es besser wäre, sondern dass man es anders machen kann. Diesen würde ich jetzt sofort auch, sag ich mal, nehmen können, wo einem sonst mediterrane Sachen einfallen. Gerade jetzt so sozusagen sommerlich luftgetrockneter Schinken, ähnliche Sachen würden hierzu gut passen. Bisschen Melone, diese Sachen. Würde ich, also alles, wo so sozusagen Leute ansonsten, sag ich mal, Feta-Käse oder irgendwas nehmen, würde ich den auch, sage ich mal, nehmen können. Idealer Einstiegsschafskäse. Gut. Halten wir fest, also der Käse ist auf jeden Fall pädagogisch wertvoll. Oder so, hätte ich sagen sollen, stimmt. Ja. Ich unterhalte mich jetzt mit Frau Petersen ein bisschen drüber. Sie kommt von der Meierei Nordwein in Süderlügum, wo dieser Käse, wunderbare Käse, herkommt. Mir hat er auch super gefallen. Den Betrieb gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile seit 6 Generationen. Ein Sohn ist eingestiegen. Kühe gab es auf diesem Betrieb schon immer, aber seit vielen Jahren weiden eben nicht nur Kühe auf dem Hof, sondern auch ostfriesische Milchschafe. Und aus der Milch dieser Schafe macht Frau Petersen, die ist Käse-Expertin und sogar Molkerei-Ingenieurin. Also sie versteht was von der Theorie wie von der Praxis. Frau Petersen, konnten Sie mit dem, was die Tester gesagt haben, mit Ihrer Perle was anfangen? Ja, absolut. Also ich war ganz glücklich zu hören, vor allen Dingen der Spruch von Herrn Schreder, vielen Dank. Also ich hätte es gar nicht besser sagen können, das ist wirklich konzipiert als ein Anfängerkäse für Konsumenten, die mit Schafkäse anfangen. Eben einen milden Käse zu kreieren, der nicht so dieses typisch Bockige hat, was ja immer als Vorurteil oft gegeben wird, sondern wir wollen ganz milden, cremigen Käse haben, der wirklich allen schmeckt. Genau. Einsteigerkäse. Ich hätte es gar nicht besser formulieren können. Wie ist das mit der Rinde? Wo entscheidet sich, ob jetzt eine Rinde dann dicker, dünner wird? Ja, zarter? Finde ich schön, dass das alle gleich sofort bemerkt haben. Also die Dicke der Rinde ist wirklich eine Frage der Kulturenauswahl. Eine Frage von Kulturenauswahl und Klimatechnik. Also wie schnell wird so ein Käse abgetrocknet und welche Stämme sind ja immer Weißschimmel, also Edelschimmelstämme, welche nimmt man dann dafür? Wir hatten ja am eingangsten Kuhmilchkäse probiert, jetzt Ihren Schafskäse. Was ist das Wichtigste, der wichtigste Unterschied zwischen Kuh und Schafs? Käse, vielleicht auch von den Mengen, was gibt ein Schaf, wie häufig am Tag müssen die ein Schaf melken? Also ich melke die Schafe 2-mal am Tag, genau wie mein Mann seine Kühe. Mein Mann hat einen riesen Tank voll, ich habe seine kleine Kanne voll.
Also ein Schaf gibt in der Regel so um die 1,5 Liter am Tag. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Daher hüten wir diese Schafmilch auch wie unseren Augapfel. Ja, aber sie ist eben wesentlich inhaltsreicher, also man hat wesentlich mehr Eiweiß und auch Fett. Und lässt sich natürlich jetzt aus Sicht eines Käsers total anders verarbeiten, weil man hat ja viel höhere Trockenmassen. Und da muss man natürlich auch beim Käsen darauf achten, dass dann dem Rechnung getragen wird. In dem Zusammenhang, Sie als Expertin, jetzt egal ob Schaf oder Kuh, spielt eigentlich die Rasse auch eine Rolle, was der Geschmack betrifft? Ja, auch das. Auch bei Kühen gibt es einen Unterschied, ob es nur eine Holstein-Kuh ist oder Sie haben beispielsweise eine Milch von einer Jersey-Kuh. Also das werden Sie auch schmecken im Käse. Okay. Ja, und der Käser merkt so, natürlich sowieso bei der Verarbeitung. Der muss ja darauf reagieren dann. Wie lange hat jetzt der, ich sage jetzt einfach mal die Camembert-Art, wie lange hat er gereift? Also ist ja ein sehr, sehr milder Käse, natürlich dementsprechend auch ein junger Käse, der ist jetzt erst 14 Tage gereift. Das, also nach 14 Tagen so einen schönen, kräftigen, wunderbaren Geschmack schon. Das ist toll. Wo bekommt man Ihre Käse? Also wir sind halt regionaler Hersteller und liefern auch nur in die Region, also zwischen Husum und Flensburg. Nur die Ecke finden Sie eigentlich unsere Käse in den Einzelhandelsläden und Käsefachgeschäften, in einigen Hofläden. Gut. Es war vielen Dank bis hierher. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt den letzten Käse, den dritten, einen Ziegenkäse vom Ziegenhof Rehder aus Burgsee, das ist in der Nähe von Kiel, probieren mit dem schönen Namen Annemarie, du musst mir helfen, Hartie Käse oder wie wird das ausgesprochen? Wir sagen jetzt einmal Hartie Käse, gut, wir probieren jetzt den Hartie Käse. Hartie Käse, genau, so wie es draufsteht. Ein Ziegenkäse. Herr Albrecht, ich weiß nicht, ob Sie der einzige Umwelt- bzw. Landwirtschaftsminister in Deutschland sind. Ich bin überzeugt, Sie sind Käsespezialist, Käsekenner. Was sagt der Käsekenner und Minister zu dem Ziegenkäse aus Burgsee? Also die allermeisten neuen Landesregierungen, die sich so gründen, sehen viel Gutes darin, den Umwelt- und den Landwirtschaftsbereich zusammenzudenken und folgen dem Beispiel in Schleswig-Holstein. Und ich glaube, daraus entwickeln sich auch neue Entwicklungen und Synergien und Chancen. Und zum Käse, den mag ich sehr, zwar vor allen Dingen, weil er auch etwas milder ist und trotzdem eben auch wirklich einen klaren eigenen Geschmack auch mit sich bringt. Und weil ich das total mag, so einen Käse einfach so zu essen. Und das könnte ich auch einfach so an einem Abend verputzen. Sollte man natürlich vielleicht nicht machen, aber das finde ich ganz toll. Kann man einfach so probieren und überzeugt in Gänze. Finde ich ganz toll. Annemarie, was bist du? Fan von Ziegenkäse? Ja, also ganz klares Ja. Schaf- und Ziegenkäse sind mir während meiner Zeit, wo ich für die Käsestraße gearbeitet habe, ganz klar ans Herz gewachsen. Und ich habe sie in unterschiedlichen Reifegraden kennengelernt. Und auch hier den Hartierkäse schon deutlich kräftiger gegessen und finde, er hat in jedem Stadium wirklich eine hervorragende Daseinsberechtigung. Hier in etwas jüngerem Stadium finde ich tatsächlich, ist es ein Käse, der gut so zum Wegessen geeignet ist. Johanna, was sagst du zu dem Ziegenkäse? Ja, also es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu dem Schafskäse, den wir davor hatten. Es ist auf jeden Fall wesentlich würziger, allerdings weniger
strenger, als er riecht, finde ich. Also wenn man zuerst mal die Nase nimmt, dachte ich, da, der kommt noch ein bisschen mehr um die Ecke. Vielleicht liegt das wirklich daran, dass er jünger ist. Ich habe auch mal eben an zwei verschiedenen Enden des Käses probiert, weil der außen einfach schon ein bisschen reifer ist. Und da gibt das vielleicht schon so einen kleinen Vorgeschmack, je nach, ich weiß nicht, ob der in verschiedenen Reifegraden kommt. Aber genau. Jochen, wie würdest du ihn in der Küche einsetzen oder bei deinen Gästen? Ich würde jetzt erstens mal auch nicht wieder dieses Wort, was ich sozusagen vorhin hatte, mit dem Einstiegskäse allzu schlimm überstrapazieren wollen. Aber in die Richtung geht es bei diesem Käse natürlich auch. Er hat solche leichten Parmesannoten, eben hat Käse, die er schon hat, dann aber natürlich Ziege. Aber das alles noch leicht und dezent, schön nussig einsetzen. Ich bin bei, sag ich mal, solchen Käsen bin ich eigentlich immer gar nicht ein großer Freund davon, dass man die irgendwie in irgendwelche Soßen rumst oder irgendwie in Fleisch wickelt oder solche Geschichten, was man mit diesem bestimmt machen könnte. Sag ich mal, was ich mir gut vorstellen kann, vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch ein bisschen reifer, noch ein bisschen trockener ist, wenn man ihn reibt über eine gute Pasta, über ein Risotto. Ich stelle mir, sag ich mal, rote Beete sozusagen vor, irgendwie als Risotto und dann oben drüber dieser Ziegenkäse drüber mit ein paar, weiß ich, Walnusskernen oder so etwas. Das wäre perfekt. Und also den finde ich auch extrem gut auch. Herrlicher Käse. Und ich bin auch, ja, um das kurz zu sagen, ich bin ja alter Freund von diesen, sag ich mal, Reders, die auch eben diesen ganz jungen Frischkäse machen. Und der ist wirklich obertoll und wirklich alle, die das jetzt hier hören, sollten den irgendwann mal essen. Auf ein schönes Stück Brot, dieser Ziegenfrischkäse, absolut top. Aber auch die reifen Sachen, sehr schön. Gut. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass ich auch deswegen finde, dass der Käse super zu Schleswig-Holstein passt, weil zumindest ich nehme noch eine leichte Rauchnote wahr. Was ich auch immer mit dem Norden verbinde, also wirklich ein toller Käse. Der Herr Reder konnte leider auch nicht bei dieser Sendung dabei sein, weil der Tim nicht anders gebunden ist. Aber lassen Sie mich noch kurz sagen, dass die Familie jetzt in zweiter Generation, der Sohn hat es zusammen mit seiner Frau übernommen von den Eltern, diesen kleinen, feinen Ziegenhof vor den Stadttoren von Kiels machen. Ich glaube, die haben so rund 120 Ziegen, machen tollen Käse drauf. Gourmet-Magazine haben sie häufiger schon mal ausgezeichnet. Ist ein kleiner, feiner, ich hätte fast gesagt stiller Betrieb, weil er gar nicht viel Trommelwirbel macht, aber seine Produkte, das, was er herstellt, ist wirklich allererste Sahne. Da nun von der Familie Reder leider keiner zugeschaltet ist, aber wir ja jede Menge Käse-Expertinnen vor einem Jahr haben. Frau Petersen, Sie kennen sich ja mit Sicherheit nicht nur in Schaf- und Kuhmilchkäse aus, sondern auch in Ziegenkäse. Würden Sie unseren Zuschauern vielleicht in kurzen Worten mal erklären, was jetzt der Unterschied zwischen Kuh-, Schaf- und Ziegenkäse ist, was da vielleicht wichtig zu wissen ist? Also das ist natürlich in erster Linie die Zusammensetzung des Eiweißes, die letztendlich auch die unterschiedlichen Strukturen der Käse beeinflusst. So ist zum Beispiel ein Ziegenkäse mal sehr, sehr viel feiner, wenn man zum Beispiel den Frischkäse mal vergleicht mit einem Kuhfrischkäse. Der hat eine wesentlich feinere Struktur, einfach weil das Ziegeneiweiß eine andere Zusammensetzung hat. Schafmilch hingegen gilt immer so ein bisschen als gröber, ist aber natürlich der hohen Trockenmasse geschuldet. Und die Zusammensetzung, also wenn man jetzt das mal aus ernährungsphysiologischer Sicht sieht, ist natürlich Kuh- und Schafmilchprodukte immer eine Alternative für Kuh-Eiweiß-Allergiker. Aber nichtsdestotrotz auch geschmacklich haben die natürlich alle ihre eigenen Nuancen. Ja, vielen Dank erstmal bis hierher. Herr Albrecht, wo wir Sie sozusagen mit am Tisch haben, zumindest am virtuellen Esstisch, im übertragenen Sinne das Thema der heutigen Veranstaltung ist ja konkret diese Käse zu testen, zu probieren, uns unsere Meinung darüber zu bilden. Aber hinter den Käser und Käserinnen und hinter den Nordbauern stehen ja überwiegend kleine Genusshandwerker, familiengeführte, traditionell bäuerliche Betriebe.
Welchen Wert haben, messen Sie dem als Minister für Schleswig-Holstein bei, dass wir diese Betriebe haben? Also den Wert kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen, denn für uns im Land ist das von enormer Bedeutung, dass wir eine Vielfalt bewahren von kleinen Akteuren, die eben auch auf direkten Wege im regionalen Kontext ihre größtenteils wirklich tollen Produkte oder eigentlich überall tollen Produkte auch wirklich vertreiben und sich auch große Mühe geben. Und deswegen freut es mich auch, dass es so unterschiedliche Zusammenhänge gibt, in denen diese kleinen und mittelgroßen Betriebe sich eben auch vereinen und zusammen organisieren. Und da sind sie mit den Nordbauern sicher auch ein wichtiger Akteur. Da ist eine wichtige Plattform die Käsestraße. Alle drei Betriebe sind ja auch Mitglied der Käsestraße, die übrigens in diesem Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, 20 Jahre alt wird. Dazu an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, das sind wichtige Entwicklungen. Und auch das, was wir bei der Landwirtschaftskammer mit dem Gütezeichen Schleswig-Holstein, ich glaube, sind auch welche dabei, die das haben, entwickelt haben. Und das, was jetzt online sich entwickelt, zum Beispiel bei Gutes vom Hof, das sind alles Plattformen und Zusammenhänge, die notwendig sind, weil es unsere landwirtschaftlichen Betriebe absolut ausmacht, dass wir uns eben ein Stück weit auch regional organisieren und damit auch Schlagfertigkeit entwickeln. Und das wird, da bin ich fest überzeugt, übrigens auch gerade als Digitalisierungsminister, fest überzeugt von, das wird in der Zukunft noch viel stärker werden und es wird viel deutlicher das Leben in der Landwirtschaft prägen, dass wir also auch direkte Absatzmöglichkeiten und ja, Online-Vermittlung sehen werden. Lassen wir noch mal eine Nachfrage. Es ist ja ein sehr komplexes Thema, aber Sie sind ja als Minister für die ganzen vielen Aufgabenbereichen der Komplexität gewohnt. Zwei Stichworte meinerseits. Einerseits Lehren aus Corona. Da fand ich ja sehr frappierend, dass als es gar nichts mehr ging, sich eigentlich für mich es relativ schnell darstellt, dass gerade die kleinen Produzenten mit dem Direktvermarkter, mit den Hofläden, auf einmal absolut systemrelevant waren, vor allem auch im ländlichen Raum, weil die haben ja meistens auch ein bisschen breiteres Sortiment und Supermärkte sind da weit und breit zu der Zeit schwer zu erreichen gewesen. Also ein Aspekt, zweiter Aspekt, Regionalität ist ja schon länger sehr gefragt, aber Sie als Fachmann und ich auf meine Art und Weise auch Fachmann, der sich auch ein bisschen mit den Strukturen auskennt, weiß ja, um es kurz zusammenzufassen, einerseits alles aus der Region ist toll, also hat ein tolles Image, aber die Strukturen, die Handelsstrukturen und die Globalisierung führen eher dazu, dass, obwohl sie scheinbar in Vogue sind, in der Realität die kleinen Betriebe, eben auch die Nordbauernbetriebe, häufig immer mehr Schwierigkeiten bekommen und ja auch insgesamt immer mehr Höfe dicht machen. Was können Sie als Landwirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein, was tun Sie bzw. was können Sie in Zukunft noch tun, damit auch noch unsere Kinder und Kindeskinder tolle heimische Produkte und tolle Genusshandwerker hier im Land, das Land zumindest mitprägen? Auch der Markt der Europäischen Union natürlich schon sehr stark weit entwickelt sind. Und das wird uns in diesen Corona-Zeiten eben dann sehr sichtbar, wenn dann also die Staus an den innereuropäischen Grenzen wieder entstehen, wenn dann Handelswege, wenn man so will, unterbrochen sind und wenn natürlich aber auch Menschen realisieren, dass sie doch sehr stark abhängig geworden sind davon und dass sie eigentlich diese Abhängigkeit in ihrem Leben so gar nicht wollen, sondern gerade die Beziehung zu ihrem direkten Umfeld sehr wertschätzen und auch ein Angebot an der Stelle suchen. Und deswegen glaube ich, dass gerade eigentlich die Stimmung tatsächlich sehr positiv ist für weitere Schritte, aber man muss sich eben ehrlich machen. Also es wird nicht dazu kommen, dass wir jetzt sozusagen die gesamte landwirtschaftliche Produktion auf rein regional umstellen. Dazu sind die Zusammenhänge gerade im Einzelhandel und auch in der Verarbeitung viel zu streng.
Aber es wird eben zu doch weiteren Öffnungen kommen von bestimmten Entwicklungsräumen, gerade was Spezialisierung angeht. Viele spezielle Marktsegmente können heute sehr gut regional abgebildet werden. Und wenn wir sehen, was im Corona eben auch passiert ist, dass zum Beispiel Lieferdienste plötzlich eine viel größere Rolle spielen, dass die Möglichkeiten eben von Abholmöglichkeiten stärker geschaffen werden und wie Sie sagen, auch Hofläden wieder eine größere Rolle spielen, dann müssen wir das eben in den Blick nehmen und schauen, wie können wir das stärken? Wie können wir einerseits die Sichtbarkeit von regionalen Produkten stärken? Da habe ich eben das Gütezeichen schon mal genannt, an dem wir auch weiter ansetzen müssen, um das präsenter zu machen. Und wie können wir auch die lokalen und regionalen Akteure fördern und unterstützen, eigene Vermarktungs- und Vertriebswege dann eben aufzubauen. Und auch das wollen wir natürlich noch wieder stärker auch in Angriff nehmen. Und da wird sicherlich auch Ihr Zusammenschluss und auch viele der Akteure, die hier zusammenkommen, ein wichtiger Partner sein. Gut, erstmal vielen Dank, Herr Minister, bis an zu dem Thema. Da könnte man eine ganz eigene Sendung zu machen. Zurück zum Käse. Kurzes Fazit von Ihnen. Jetzt habe ich mir gerade noch ein Stück in den Mund gesteckt. Aber das zeigt, ich bin wirklich begeistert. Aber das habe ich ja auch jetzt zum Ausdruck gebracht. Ich gehe an keiner Käsetheke vorbei, ohne nicht auch was mitzunehmen. Ich bin da einfach wirklich überzeugt, das ist ein tolles Lebensmittel. Und da kann man viel draus machen. Und das ist handwerklich einfach 1A, was hier angeboten wurde. Und ich bedanke mich sehr dafür, dass ich das mitprobieren darf. Annemarie, dein Fazit? Mein Fazit kurz und knapp. Ich bin glücklich, in Schleswig-Holstein leben zu dürfen. Noch glücklicher, dass ich mein wirklich von Herzen liebgewonnenes Bundesland kulinarisch so erleben darf, kennenlernen darf und vertreten darf. Immer wieder neu und mit jedem einzelnen Produkt, wozu ich gerne Hintergründe weiß, dass da kann ich absolut dahinter stehen und finde, diese drei Sorten waren heute eine wirklich tolle Abbildung von einem sehr, sehr schönen, leichten Sommerabend. Und das ist wirklich eine Genusskäseplatte gewesen heute. Johanna, wie siehst du das aus Hamburg? Ja, also ich freue mich vor allem über die Vielseitigkeit, die Schleswig-Holstein kulinarisch zu bieten hat. Und was vielleicht aufgrund der aktuellen Lage und aktuellen Skandalen in unserem Land ja auch durchaus man sagen sollte, ist, dass Schleswig-Holstein, also dass wir hier einfach das ganze Thema mit Qualität auch verbinden und nicht mit unbedingt Massentierhaltung, die problematisch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wird, sondern dass wir wirklich einfach sehr, sehr viele tolle kleine Produzenten haben, die es auch weiterhin zu unterstützen gilt und die qualitativ einfach hervorragendes Handwerk leisten. Egal, ob es nun mal Käse ist oder die Nordbauern haben ja auch andere Produzenten unter ihre Fittiche genommen sozusagen und das ist einfach eine großartige Sache, die da stattfindet. Jochen, als Koch, dein Fazit? Ich sehe mich bestätigt darin zu glauben, dass unser Bundesland ein extrem gutes Land ist für sehr hochwertige Käse. Was mich darin bestärkt, dass wir haben schon vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt sind, in den 90er Jahren, nach unserem ersten Laden Damperhof, war es ja noch ganz normal, dass abendliche Käseauswahl immer erstens Munster, Reblochon, Dings und was weiß ich sowas waren alles. Und das haben wir dann irgendwann umgestellt, als wir merkten, Käsestraße gibt es und so weiter. Und das hat mich, der heutige Abend hat mich eindeutig in dieser Richtung bestärkt. Hier waren auch zwei Käse bei, die ich noch nie hatte. Und ja, da ist noch einiges zu, sag ich mal, prüfen, zu gucken, zu kaufen, zu essen. Und da wünsche ich uns und allen viel, viel Spaß bei. Frau Sierk, ich gerne nochmal die beiden Käserinnen zum Abschluss. Wenn Sie was an den Verbrauchern, die Verbraucherinnen sagen möchten oder einen Wunsch hätten bezüglich Käse, was würden Sie dem Verbraucher bezüglich Käse raten oder sagen oder appellieren?
Frau Siel. Ja, also ich finde, Käse ist ein wahnsinnig vielseitig einsetzbares Produkt. Also es muss nicht immer nur die Scheibe auf dem Brot sein, sondern statt Chips oder Schokolade abends auf dem Sofa ist mit einem schönen Glas Wein ein netter Käse ein absolutes Highlight und ein Abschluss für den Tag zum Beispiel. Frau Petersen? Ganz kurz und knapp. Essen ist Heimat. Essen ist Heimat. Das ist, war jetzt nicht abgesprochen, wunderbarer Übergang zu meinem Abspann. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich mich bei allen Tester und Testlerinnen und bei Ihnen, Herr Minister Albrecht, bedanken, dass Sie teilgenommen haben. Ich fand, das war eine sehr lebendige Runde. Nicht im Bild, aber zumindest kurz verbal möchte ich Sie erwähnen und mich bedanken bei Ernst Schuster und Andrea Prahl von der Nordbau und vom Vorstand, die das sehr akribisch vorbereitet haben und es auf den Weg gebracht haben, dass es diese Sendung gegeben hat. Und es wird jetzt eine monatliche Folge mit jeweils anderen Produkten geben. Darüber werden dann die Nordbauern auch noch informieren. Und damit wir uns so vernünftig miteinander kommunizieren können, möchte ich mich auch bei Christian Kliso von der Wirtschaftsförderungsagentur aus Plön bedanken, der nämlich sozusagen die Regie macht und die Technik und alles, was im Hintergrund ist. Und es hat wunderbar geklappt. Danke, Christian. Soweit ich informiert bin, sind alle, die sich heute zugeschaut haben, kriegen die wichtigsten Informationen zur Sendung und Bezugsmöglichkeiten von den Nordbauern dann nochmal zugeschickt. Und die Nordbauern werden Sie auch informieren über weitere Sendungen und andere Produkte in ähnlicher Form. Es war das Stichwort Heimat, Heimat im Stück Käse finden. Das spricht mir aus der Seele. Weil ich finde, das waren diese wunderbaren Genussprodukte und auch diese Unterschiedlichkeit der Region, in dem sie entstanden sind und dem Herzblut der Produzenten und Produzentinnen, der Region, wo sie gestanden haben, der Jahreszeit, das waren alles dieses in Nahrungsmitteln, Mittel zum Leben in diesem Käse nachspüren konnte. Und das zeigt doch, dass man, das ist meine These, eigentlich Länder und Regionen anhand ihrer Lebensmittel wunderbar sozusagen aufzeigen kann, wie die Menschen ticken. Wir haben Saat gehabt, mal war es bissfest, mal war es lieblich, mal würzig, mal scharf. Im Prinzip spiegelt das die Bewohner und Bewohnerinnen des Landes wieder, die Vielfältigkeit. Also halten wir fest, Käse ist so vielfältig, der Käse in Schleswig-Holstein ist so vielfältig wie seine Bewohner. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Bleiben Sie den Nordbauern und letztlich allen engagierten heimischen Genusshandwerker gewogen. Und ich werde es genauso machen wie Herr Albrecht. Ich weiß nicht, vermute mal auch ein bisschen Wein dazu. Feierabend machen, Baguette. Und dann isst jeder für sich den Rest Käse und lässt es sich gut gehen. Tschüss, auf Wiedersehen und hoffentlich bis bald. Tschüss. Super, Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.